Noch eine gemütliche Runde Star Trek am Abend, das gönne ich mir jetzt. Wir haben unsere Lieferung abgeliefert und sind jetzt hier noch im, wie heißt das System hier eigentlich? Edgeburg heißt das, und Edgeboro. Da werden wir jetzt mal so ein bisschen umsehen. Wir können da vielleicht ja schon mal hingucken, was da noch so gibt. Ja, nicht viel, ein Shop und ein Jobboard. Zumindest das werden wir mal nutzen. Ah, und jedes Mal bin ich enttäuscht, wenn ich die tollen Stationen sehe, dass man nicht wirklich andocken kann und irgendwas da erleben. So eine vertane Chance. So, was haben wir jetzt hier? Cloverleaf Gasworks, Silver Well Yard. Wofür sind die eigentlich da? Sind das nur so interessante Punkte zum Angucken? Oder hat das auch irgendeine Funktion, dass ich ja da ja, wie so NAV-Punkte oder irgendwelche anderen Sachen sehen kann? Das ist eine Information, wo man vielleicht was abliefert. Und wo ist denn jetzt hier dann bitte sehr? Das, was wir auf der Karte gesehen haben, eben noch ein Shop und das Jobboard. Weil sehe ich hier gar nicht. Also nicht mit den Symbolen, die man sonst eigentlich sieht. So, was mir noch einfällt, ist, wir müssen gleich mal die Batterien austauschen. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das ja, ausläuft. Oh, jetzt habe ich das Licht nicht angemacht. Naja, das kriegen wir auch so hin. Okay, Energiezelle. Muss ich das vorher ausmachen hier? Hauptsystem. Das hat Notbeleuchtung an, oder was? Ist das hier? Ist rot. Dann kann man hier auch nichts mehr machen. Wer gibt's denn? Beleuchtung ist auch ganz cool, ehrlich gesagt. Temperatur. Ups, jetzt geht alles der Reihe nach aus gerade. Wenn die Hauptsysteme eine Weile nicht laufen. Schwerkraftkompensator. Ist die Frage, warum der nicht geht. Hat er auch keine Batterie mehr? Tatsächlich keine Batterie mehr. Aber ich glaube, wir haben auch keine Batterie mehr. Vielleicht eine Taschenlampe? Ich glaube nicht. Ist ein bisschen schade, das ist jetzt nicht so leicht hier. Obwohl, jetzt von hier aus komme ich ran. Das ist aber schön. Oh, das ist nicht gut für die Ladung. Fällt mir gerade auf. Aber wir haben auch keine Batterien mehr. Sonst. Das heißt, wir können da eh gerade nicht viel machen. Ups, machen wir zu. Ich will da nicht noch reingucken. Das ist doch alles nicht so gut für die. Ich tue die mal hier in die Kiste, die ein bisschen geschützt sind. Das kann ich nicht. Kann ich die Kiste aufmachen, wenn ich was in der Hand habe? Ich möchte das gerne in die Kiste tun. Vielleicht ist es schwierig, wenn sie schwebt. Ah, da. In den Container legen. Okay. Ein bisschen witzig. Kann ich hier vielleicht auch besser verkaufen noch. Nein. So. Sonst irgendwas Wichtiges hier? Glaube nicht. Naja, hilft ja nichts. So, ich setze mich mal zurück in den Fahrersitz. Da bin ich zum Glück angeschnallt. So, machen wir das Verhältnis hier aus. Und ich möchte jetzt gern hier irgendwo andocken, wo ich mir vielleicht noch irgendeine Art von Auftrag mitnehmen kann. Oder was einkaufen. Beides finde ich einigermaßen okay.
Treibstoff brauchen wir auch bald wieder. Foundry Hall, können wir da nicht irgendwie andocken und da vielleicht einen Job bekommen? Was sind das so Dockingstationen? Das sieht schon so aus. Da fliegt gerade die Polizei rein. Vielleicht darf auch nur die Polizei rein. Oh. Ja gut, das ist ein bisschen... das ist ein bisschen nervig. Ich glaube nicht, dass ich da andocken kann. Aber wir probieren es mal. Oh Gott. Das ist, aber witzig. Das ist schon ein bisschen witzig. Anstalten irgendwie zu reagieren. Und bei dem einen Shop sah es vorher auch nicht so aus, aber ich glaube, das ist nichts. Ich habe ganz schön gut da angeflogen. Ganz schön nice. Also. Richtig schön in der Garage stehen wir jetzt, aber es interessiert leider keinen. Ich finde, das haben wir wirklich toll gemacht. Ganz schön geil. Also ein bisschen stolz auf mich gerade, wie wir angedockt haben. Was ist eigentlich hier unten für ein Symbol hier? Muss ich ins Handbuch schauen. Aber darum geht es jetzt alles nicht. Ich will doch hier jetzt... Wir sehen es doch auf der Karte. Guckt mal, ich bin doch nicht doof. Da. Ein Shop und ein Jobboard. Das muss mir das Spiel doch auch anzeigen, oder? Habe ich hier in dem System irgendwie keine Erlaubnis und die kommunizieren nicht mit mir? Da hilft nichts, dann fliegen wir nach Medusa. Bin ein bisschen enttäuscht, dass hier so mit mir umgegangen wird. Red Eddy ist in Emerald Junction. Nachdem wir eben so schön da angedockt haben. Mal gespannt, was wir noch für Systeme sehen oder auch für Raumstationen. Ich fände es auch cool, wenn wir so ein bisschen so Luxusgebiete sehen, Wohntürme, alles sowas. Alles, was halt irgendwie so Sinn ergibt. Das wäre schon cool, sowas als tatsächliche Sachen, als Stationen oder ähnliche Sachen im All zu sehen. Ist immer nicht viel Verkehr, das ist ganz nett. An der Seite hier so reinballern. Ah, stopp! Hier hast du nicht gefunden, weil es so dunkel ist. Alles nach vorne geprasselt. Komm schon der nächste. Hoffentlich fällt er nicht in mich rein, weil ich irgendwie so weit vorne stehe. Denken Sie auch, was soll jetzt die Scheiße? Er hupt erstaunlicherweise noch nicht. Achso, vielleicht kann ich nicht springen, weil ich noch gar kein Ziel ausgewählt habe. Emerald Junction. Wir fliegen erstmal nach Medusa. Warum kann ich ja nicht direkt da runter? Nach Emerald. Nicht auswählen. Okay, ich weiß nicht, warum das mit dem Gamepad gerade so außen rum gegangen ist. Okay, jetzt hupt er. Jetzt hätte ich die Schnauze langsam voll. Er war ein bisschen geduldig. Aber jetzt, na komm. Das Spiel ist da sehr großzügig. Ich guck mal zurück als Dankeschön. Ja, komm. Oh Gott. Wir kriegen noch wieder einen Strafzettel. Medusa 6. So. Dann können wir auftanken, was wichtig ist. Ja, ruhig mal unseren Highway benutzen. Was haben wir denn noch? Express Store. Store? Nach Emerald Junction? Was? Tor? Store?
entsperrt. Hier müsste es doch auch Shops geben, die ich benutzen kann. Da wollen die auch nicht mit mir handeln. Was ist Medusa 6 Geschäftszentrum? Dann geht's auch zum Geschäftszentrum. Wenn er schon extra ausgeschildert ist, muss er noch da andocken können. Aufpassen. Geschäftszentrum, Fuel. Also eigentlich werden die wichtigen Sachen auch nochmal angezeigt. Mit Symbolen. Ah, da ist das Jobboard. Auftragsbörse, Cosmos, Cash and Carry. Sind so noch ein paar Sachen. Muss ein bisschen näher erst ankommen. Nehmen wir zur Auftragsbörse zuerst. Dann tanken wir auf. Dann gucken wir mal in den Shop, in den Cash and Carry, was der so für uns hat. Bisschen cool, so hier rumzucruisen. Ups, da ist gerade jemand drin. Ah, oben ist noch ein Platz frei. Mir fällt gerade ein, dass ich hier noch Batterien kaufen muss. Ja, das ist ein bisschen ein gewagtes Manöver hier. Orientierung, okay. So. Ups, falsch. So. Das könnte doch jetzt was sein. Machen sie ihr doch schon wieder zu. So, schnell, der Idiot ist weg. Schnell wieder zumachen. So. Ja, könnte schlimmer sein. Ups, 0,5. Okay, nice. Müssen wir gar nicht mehr so weit hingeschoben werden. Habe ich einigermaßen okay angedockt. So, wir haben Aufträge. Wir wollen nach irgendwo hin. Glasfasergewebe, aber wohin? Edgeborough, Onyx, Edge, Purity, Junkfields, Medusa 6. Von Junkfields müssen wir abholen. Ah, das ist wieder ein Usability-Fail. Ich kann hier nicht auf die Karte gucken. Das wäre was, was es schon geben sollte. Von Junkfields nach Medusa. Das ist ein Auftrag davon woanders hierher. Das ist ein bisschen interessant. Nach Onyx, nach Edgeborough, nach Pure Purity. So, muss ich jetzt so nochmal. Emerald Junction und dann kann ich nach Purity oder Junk Fields. Und da. Okay, Purity oder Junk Fields. Auftragsbörse, kann ich jetzt wieder hier drauf zugreifen? Wie komme ich denn von hier aus wieder Truck an sich, links, rechts? Wie komme ich denn jetzt von hier wieder in das Menü? Oder muss ich denn da hinten hinlaufen? Das wäre ein bisschen blöd. Wenn man das so erst außen mal benutzen kann. Ich glaube, das geht nicht. Hier kann man nichts machen. Wenn ich die Aufgabe kann ich ja einmal
abdocken. Bin ich nach vorne ausgeballert. Und gleich mal zurück. Jetzt. Ich habe noch wenig Treibstoff. Das ist richtig. Halte regelmäßig an Tankstellen an, um nicht festzusitzen, keine Aufträge zu verlieren. Wir haben Treibstoffkanister, da könnte ich das nochmal nachfüllen, ja. So, habe ich mir das Aufstehen gespart. Weniger als... Warum ist das nicht verfügbar? Ich sag jetzt nicht, dass ich... Ich war schon weit noch weggefahren, um zu checken, damit er checkt, dass ich was anders machen möchte. So, jetzt mal wieder zu dahin. Nicht verfügbar. Aber die wollen jetzt nicht mehr mit mir reden. Der ganze Scheiß hier rumfliegt, ne? Okay, wir haben die Dockingstation kaputt gemacht. Ich darf jetzt nicht mehr andocken. Sehr schön, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Zumindest diese Dockingstation fehlt jetzt gerade. Vielleicht probiere ich es noch einmal, wenn es jetzt vielleicht zugeht. Du hast einen Shop, aber wir gehen jetzt einkaufen. Okay, jetzt. Boah, ich sehe kaum was. Alles hier mit Schrott voll ist. Wenn ich hier gegen fliege. Was der Sauerstoff in der Kabine niedrig. Ups. Sauerstoffgenerator betriebsbereit ist, die Luft wird in gutem Zustand und Hüllenbrüche gepflegt worden. Oh, Problem mit einem Hüllenbruch. Das kann gut sein. Schwerkraftkompensator geht jetzt mal weg hier. Nee, Hüllenbruch, alles okay. Gravitation, Luft. Ist der Luftfilter nicht in Ordnung oder was? Kann ich sagen, jetzt nichts. Kann er bitte das Kabel hier weggehen? Aus meinem Gesicht. Ja, aber auch nicht anscheinend. Ein bisschen Gas geben und bremsen und hoffen, dass das irgendwie hier dann nicht hinkommt. Ich komme jetzt aufzustehen. Wie in echt. Okay, eine Kurve ist ein bisschen aus dem Weg geflogen. Ja, wir müssen tanken und wir müssen... Was ist doch das? Irgendwie verliere ich Sauerstoff, oder? Obwohl wir gar keinen Leck haben. Hülle 24. Höhlenintegrität kritisch? Was ist denn hier überhaupt los? So, mal kurz stehen bleiben. Was ist denn hier los? Warum ist denn die Höhlenintegrität kritisch? Die Schwerelosigkeit. Wir haben jetzt hier keine Lecks. Nichts, das wir reparieren können. Irgendwas läuft hier gerade nicht gut, sage ich euch. Ja,
müssen uns hier schnell um ein paar Sachen kümmern. Wir verlieren Sauerstoff, die Höhlenintegrität ist kritisch. Ich sollte am besten den Raumanzug anlassen, ehrlich gesagt. Von einem System sieht auch nicht so übel aus. Außer der Schwerkraftgenerator, der macht ja nicht das Schiff kaputt, wenn er die Batterie fehlt. Integrität kritisch. Gut. Ah, fucking hell. Ja, das. Höhenintegrität, ich will mal kurz reingucken. Zustand der Hülle. Ja. Je niedriger die Integrität ist, wahrscheinlich wird ein Zusammenstoß zu einem Hullenbruch führen. Achso. Ach, ich muss die Integrität wiederherstellen. Ah, das ist auch noch. Okay, so viel. Das ist auch was anderes als ein Hüllenbruch. Ein bisschen stressig hier. Wollte gemütlich trucken. So. So, ein bisschen wegkegeln. So, eine Batterie wäre gut. Reparieren wäre gut. Andocken jetzt, so ist das auch irgendwie kaputt. Keine, doch, Maglocks. Kriege ich eigentlich gerade schon ein bisschen einen Schaden? Durch zu wenig Sauerstoff? Verändert sich mein Sichtfeld gerade schon? Gott, es geht alles den Bach runter mit mir. Ich kann nicht mehr andocken. Okay, ich sterbe langsam. Und mit langsam meine ich schnell. Was passiert denn, wenn man stirbt? Erleben wir jetzt auch mal. Puh, Daniel Truck ist der Sauerstoff ausgegangen. Du bist fast erstickt. Zum Glück hat dich der Abschleppdienst gerettet und hier hingebracht. Atlas Prime Auto Essentials. Die Gewährleistung des Trucks umfasst derzeit Bergungen und Reparaturen. Für einige Gegenstände ist mitunter jedoch ein Selbsterhalt angefallen. Es folgt eine aufgeschlüsselte Rechnung. Bergung gratis, Reparaturen gratis, Nothilfe, auftanken. 1400. Okay, wie sieht denn jetzt hier? Das wird natürlich nicht repariert. So, sind wir jetzt noch angedockt? Ja. Wo sind wir angedockt? Ich muss das doch gleich mal um. An. Batterien sehen immer noch scheiße aus. Ist gleichzeitig ein bisschen Schwerelosigkeit und war auch nicht richtig. Egal. Der hat doch immer die gleiche. Nee, das ist so, ich dachte gerade, so, kaufen Batterien. Roter Tankdeckel, ja, das ist jetzt ganz wichtig. Oh, ich habe nicht so viel Geld, ich kann mir den nicht mal leisten. Hier ist meine alte Batterie. Und kann ich darauf zugreifen? Öffnen. Ah, sehr gut. Die sind alle schon ein bisschen kaputt. Yikes. Ich habe 1300. Habe ich ja nicht mal. Auch das noch. Chemikalienenergie. Kann ich in irgendeinen Shit verkaufen? $1028 muss ich bezahlen. Wo sind denn? Ich habe noch 3 Batterien gekauft. Verarscht mich mal nicht. Mal ganz ernsthaft. Kinders, ich habe 3 Batterien gekauft.
merkt ihr auch gerade nicht, dass eigentlich hier Schwerelosigkeit herrscht. Aber wenn ich angedockt bin, vielleicht nicht. Vielleicht wirst du vom Raumschiff übernommen in der Zeit. Hallo? Hallo? Kann ich bitte mal den Manager sprechen? Ich habe 3 Batterien gekauft. Ich habe hier noch den Kassenzettel. Hallo? Ich komme an den Scheiß jetzt nicht vorbei. Schönes Licht anmachen. Nicht das Handschuhfach. Sag mal. Aus. Ja, besser als nichts. So. Oder wurden die irgendwo. So, das mal ordentlich hier abstellen. Die Batterien da reingeliefert in den. In der Kiste. Nee. So, meine Damen und Herren, wo ist denn jetzt? Wenn ich angedockt bin, geht auch der Schwerkraftsator. Da. Okay, warum leuchten die nicht, wie sich das gehört? Ist alles hier, ist alles Betrug, sage ich euch. In dem Licht an sieht man es auch ein bisschen. Mal schon gut versteckt. Hab ich nicht auch was anderes gekauft. Luftfilter konnte ich mir nicht leisten. Okay, ist aber ganz schön, also reich werde ich jetzt auf die Schnelle noch nicht. So, das Kraftsystem machen wir mal aus. So, Schwerkraftzugang. Liegen. Au, mir auf den Kopf gehauen. Batterie gammelt hier in der Gegend rum. Kann jemand bitte einigermaßen ruhig bleiben? Jetzt kugelt ja alles durch die Gegend. Wie sieht denn das hier aus in meinem Raumschiff? Furchtbar. Furchtbar. Wie bei mir zu Hause. Alles, sie hat sich in der Gegend verteilt. Mann, Mann, Mann. So. Mal kurz auschecken, was noch alles zu tun ist. Ist nicht so richtig weitergekommen im Leben, ne? So, ein Anzug und Luft. Ja gut, Luft müssen wir auch noch für eine Batterie. Das ist eher eine Batteriegeschichte. Lebenserhaltungssystem, Effizienz. Kabinensauerstoff 31%. 30%. Sauerstoff geht zur Neige. Weil ich keinen guten Filter mehr habe, oder was? Was ist dieses 12 LPH? Das ist hier der Sauerstoff. Verstehe ich. Ich verliere Sauerstoff irgendwie. Ist auch nicht, was ich wegatme. Das ist in der Höhenintegrität. Liegt es an der niedrigen Effizienz? Wir haben halt einen Verbrauch von Sauerstoff. Sollte nicht welcher hergestellt werden jetzt bitte? Wir haben doch Sauerstoff, läuft doch. Sauerstoffgenerator online. Nein, ich kann Gas geben. So, kurz. Das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Der URK ist nicht mehr fit. Das ist nicht mal der Filter, ist noch was anderes. Oh, die Sicherung ist rausgeflogen. Entfernung eines URK, wenn das System noch aktiv war. Okay, es läuft ja alles. Es läuft alles, Kinders. Das ist auch die Schwerkraft, sehe ich gerade. Das wollte ich gar nicht. Na egal. Trotzdem mal. Die haben ja schon ein bisschen Schaden genommen. Aber trotzdem tun wir mal den hier rein. Ich habe uns auch nicht auf den Kopf hauen. Nice. Okay. Und. Jetzt gucken wir uns noch den Sauerstoffgenerator an, was damit nicht in Ordnung ist. Wahrscheinlich der Filter. Okay, ich gehe schon wieder kaputt gerade. Das kostet schon wieder Geld, das kann ich mir nicht leisten. Hallo. Energiezelle ist okay. Stopp mal, ich muss den Anzug anziehen. Ich habe noch den Anzug angezogen rechtzeitig. Nicht laden. Nein. Du kannst mir gar kein Geld abziehen. Ich hätte kein Geld mehr. Kann der ADAC noch so oft kommen.
Minus 5000, falls du... Ja! Ein Dispo-Kredit mit Zinsen auch noch. Kann das jetzt mal bitte aufhören? Recent transactions have pushed your account into an agreed overdraft. Please stay within the approved limit to avoid restrictions on future purchases. Schnauze. Also der Sauerstoff müssen wir ganz schnell in den Griff bekommen, weil sonst geht das kaputt. Es gibt irgendwo hier... Der Luftfilter ist halt shit. Ja, aber der andere, dann muss ich ihn jetzt trotzdem kaufen, bevor ich hier pleite gehe und kaputt gehe. Ich mir noch verkaufen. 0 von 150. Wo kommt die eigentlich her? Das war ein Scheiß. Bin nicht zufrieden. Geil, wir haben noch 3000. Okay, wir müssen mal dringend Geld verdienen. Der Luftfilter, ja, damit. Oh Gott, wir haben zwei. Nee, da ist gar keiner drin. Warum sind da gar keiner drin gewesen? So, wie ist jetzt die Effizienz? 124. Okay, jetzt gewinnen wir gerade Sauerstoff pro Stunde. Wir müssen auch noch tanken. Abkoppeln. Mann, das ist ein Leben hier. Luftfilter warten, ja? Schnauze. Warum war da bei dem einen überhaupt keiner drin überhaupt? Was ist das denn? Ich wollte entspannt spielen heute Abend. Ein bisschen chillen. So, neue Teile können wir mal vergessen. Wir müssen auftanken und dann... Ach ja, ich wollte eigentlich noch... Ich muss ja dringend einen Auftrag annehmen. Vielleicht kann ich jetzt wenigstens... So, ich bin die 2 in Astral Prime. Atlas Prime. Danke für diese Musik. So, Verbesserungen. Dings. Wo zur Hölle? Beim New Liberty Terminal ist doch, glaube ich. Was ist die Musik jetzt noch mit der Mundharmonika? Ich bin bekloppt. So, wir tanken einmal gleich auf. Vorher fliege ich noch zum New Liberty Terminal. Da müsste es ja Aufträge geben. Besondererweise zeigt es nicht von so weit an. Vielleicht, wenn ich in der Nähe bin, dann. Das Jobboard. War das New Liberty Terminal, oder? Was ich letztes Mal. Auto Essentials. Harmony Link. Diego. Palm View. Paint and White. Da waren wir Palm View. Jetzt fliegen wir nochmal nach Palm View rüber. Poppt aber noch nichts auf mit irgendwelchen Jobboards oder so. Auftragsbörse da doch. Okay. Wo wir fliegen, ohne dass wir da. Okay, das war einigermaßen knapp anscheinend. Irgendwelche Schatten. Hier auch über mir, ist ein bisschen gefährlich, ein bisschen noch bei die Kurve fliegen. So. Ja, jetzt war einigermaßen okay. Dann wenden wir einfach gleich ein bisschen hoch noch. Der Luftfilter kaputt gegangen, so noch ein bisschen in die Richtung. Und jetzt stoppen.
Und stopp. No. So. Rollen, okay. Stopp ist nach oben. So. Komma 6 0,4. Ich kann nicht mehr an. Warum denn nicht? Sag mal, ernsthaft jetzt. Ist irgendwas kaputt? Max? Die Maglocks funktionieren? Wir haben Energie? Jetzt geht's. Okay. Boah, ich war schon... ein bisschen gestresst, ihr merkt's. So, wir sind in Atlas Prime, Edgeboro wollen wir nicht. Purity geht. Wir sind von... Okay, wir nehmen einen Auftrag an. Wir brauchen einfach mal jetzt einen Auftrag. Das hilft alles nichts. 1200. Whatever. Okay. Wo ist die Fracht? Da hinten. Puh, Trümmerteile sind in der Nähe, auch das noch. Fracht ab, wir tanken einmal auf, dann liefern wir die Fracht ab und treffen uns mit Red Eddie. Gott, was für ein Unfall hier alles. Jetzt hat sich der andere dann aufgelöst, oder was mit der Effizienz? Aus jedem Spiel ein Abenteuer, ey. Wahnsinn. So, wir fliegen bis zu Ende der Lane, dass es nicht viel Ärger gibt. Noch eine Strafzettel kann ich jetzt nicht gebrauchen. Dude, guck nicht noch so blöd. Fall doch mal bitte. Uff. Au, ja, das habe ich noch. Fuck. Ich habe erst auf den Kleinen geachtet zuerst. Höhenbruch, ja, das war mein Fehler. Kollision festgestellt, wir verlieren noch Sauerstoff. Okay, schnell raus hier. Ich suche einen anderen Job, schnell raus hier. Das war mein Fehler. Da habe ich zu spät auf den geachtet und dann nicht richtig reagiert. Ich hätte sofort die Handbremse rausschmeißen müssen. Alles nur flicken. Sobald wir Geld haben, müssen wir dann mal den Truck richtig reparieren. Das ist doch alles teuer. Das ist die absolute Katastrophenfolge. Dagegen
Bogen kegeln. Ja, du bist ein richtiger Weltraumprofi. Ja, ganz schwindelig hier bei diesem Rumgekegel. Wir brauchen so viel Energie. Jetzt muss ich nicht zurück. Brauchen die Weltraumdüsen auch Energie? Komme ich sonst gleich hier nicht zurück? Naja, piep, piep, ich bin auf dem Weg. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Nicht, dass ich jetzt hier sterbe. Zurück zur Luftschleuse. Das Reparieren kostet so viel Energie, ich werde bescheuert. Und das dauert jetzt. Was liegt in der Gegend rum? Wie sieht's denn hier aus? Ich dreh durch. Ich dreh komplett durch. Ja, du Lüt. Ich bin dabei. Was ablegen? Warum? Ich will ihn doch wieder richtig hinstellen. Jetzt ich noch weggehupt. Kann ich ihn nicht aufmachen, das ist natürlich. Egal. Sieht es nicht aus. Schnauze! Siehst du nicht, dass ein Kollege hier ein Problem hat? Das ist ja auch kaum aufgeladen. Egal, das eine kriegen wir jetzt eben noch. Ich habe keine Zeit. Ich muss das Leck schließen. Das verbraucht auch alles Sauerstoff. Wo ist das scheiß Leck? Ja. Nein, ich stick jetzt. 98%! Das Spiel trollt mich doch jetzt auch. Boah, das Spiel. Das trollt mich gerade so hardcore. Schlafen legen. Geht das bitte? Nein. Und für den nicht so viel Sauerstoff. Okay. Höhenintegrität 0%. Das heißt, sobald jetzt einer schief anguckt, geht schon was kaputt. Und Luft. Ja, ich weiß. Ist es am Filter oder liegt das jetzt dann an der Batterie? So. Können wir gleich austauschen. So. Brauchen nicht viel. Ich gehe, wenn das weiterläuft, bald ohne Anzug in die Luftschleuse. Kannst du bitte ruhig sein, Anzug? Luft, ja. Im Moment geht's noch.
brauchen neue Batterien. Nächstes brauchen neue Luftfilter. Wir müssen den Truck reparieren. Okay. So, wo ist denn jetzt hier die Tankstelle, bitte? Säule 2. Ah! Da müssen wir einen Knopf für geben, da wir es rübergreifen. Oh, schon wieder ein Herzfass. Fuck. Mann, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aufgetankt. Tanken starten. Ja, Tank voll, die Scheiße. Boah, ist das teuer. Ach, 4000. Wir haben bis 5000, danach bin ich pleite, ne? Okay, wir müssen unseren Auftrag abholen. Keine Strafzettel mehr bekommen. Medusa 6. Erstmal raus aus der Tankstelle, bevor ich hier irgendwie wild welche Moves mache. Hier sind Trümmer, muss ich aufpassen mit meiner Höhenintegrität. Vielleicht irgendwie so ein Mini-Trümmerteil oder ein kleiner Asteroid oder irgendwas. Und ich habe sofort ein Loch in der Hülle. Ja, wisst ihr was? Ich bin völlig durchgeschwitzt. Ich bin völlig runter mit den Nerven. In der nächsten Folge sammle ich die Fracht ein, liefer die ab, komm mal ein bisschen von meinem Dispo-Limit weg und danach werde ich mit dem blöden Red Eddie mich treffen und mal gucken, wie das dann weitergeht. Dieser Plan mit der Entspannung beim Trucken hat sich irgendwie nicht ganz erfüllt. Alter Pudi. Okay. Ja, ja. Selber Arsch. So. Das heißt, nächste Runde, nächste Folge wird hoffentlich ein bisschen entspannter. Weil noch eine Folge halte ich so nicht durch. Das Spiel so ein Stress, hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.